At the International Scientific Base of Nyalsund in Spitsbergen, at almost 80 degrees north, preparations are in full swing for a unique marine research project. These giant test tubes, or mesocosms, are set to be lowered into Arctic waters to study the effects of global CO2 pollution on the marine environment. Also was wir hier hinter uns auf der Pier sehen, das sind die Treibkörper für das, was wir Mesokosmen nennen. Mesokosmen sind experimentelle Systeme, die wir im Meer ausbringen, in denen wir große Mengen Wasser, in diesem Fall 55.000 Liter Wasser, einschließen können. Und dann werden wir CO2 zufügen, und zwar in Mengen, die dann dem entsprechen, was wir ungefähr in 20, in 40, in 60 Jahren von heute erwarten. Und dann werden wir über einen Zeitraum von 5 bis 6 Wochen das verfolgen, was im Mesokosmos passiert, insbesondere wie die Organismen darauf reagieren. Ocean acidification is sometimes referred to as the other CO2 problem. Our global emissions of carbon dioxide are causing the climate to change. But CO2 pollution is also altering the very chemistry of our oceans. When carbon dioxide mixes with water, it forms a carbonic acid. And even the smallest rise in the acidity of seawater could leave coral reefs, the most biodiverse ecosystems on the planet, struggling to survive. But ocean acidification also threatens the very foundation of all marine food webs, plankton. Was wir hier sehen auf dem Bildschirm ist ein Theropode, der in Deutsch Flügelschnecke genannt wird. Leicht zu sehen an den beiden Flügeln hier. Und was uns als Wissenschaftler hier interessiert, ist hauptsächlich die Schalenbildung, die eventuell, oder wir befürchten es, unter der zukünftigen und jetzt schon startenden Ozeanversauerung erschwert werden könnte. The fate of pteropods and that of other elements of the Arctic's marine ecosystem are central to the current research up in Svalbard's Kingsfjord. The project, led by German research institute IFM GMR, and supported by environmental organization Greenpeace, involves the biggest experiment of its kind on ocean acidification and the first to be conducted in the Arctic. The effect of acidification is strongest in polar seas, since carbon dioxide is more easily dissolved in colder waters. Wir wissen, dass die Ozeane schon seit Beginn der Industrialisierung angefangen haben, leicht zu versauern. Das können wir messen. Wir wissen, wenn wir weiterhin so viel CO2 emittieren, wie es zurzeit geschieht, dann wird der Ozean um weitere 100% nochmal versauern, lange bevor dem Ende dieses Jahrhunderts. As our carbon dioxide emissions continue to rise, life in the oceans could be changed out of all recognition within the span of a single human lifetime. Die Ozeanversauerung ist nur dadurch aufzuhalten, dass wir drastisch die CO2-Emissionen reduzieren. Nur dadurch kann es gelingen, die Versauerung der Meere aufzuhalten. Und deswegen werde ich mich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass bei den internationalen Verhandlungen die Ziele erreicht werden, die der Weltklimarat vorschreibt. The water in the mesocosms will be sampled for a period of 6 weeks. And we'll have 35 scientists working on their data. Their research will shed more light on what is really going on beneath these Arctic waves.